Seit Jahrzehnten lädt das Osterurgestein Albertus Lemke aus Oberndorf zur jährlichen ersten Maiwanderung ein. In 2024 fanden sich rund 40 Teilnehmer am Treffpunkt in Oberndorf ein. Nach einer kurzen Busfahrt sollte die Wanderung bei Winnetou beginnen. Winnetou, geheimnisvoll für Außenstehende. Selbst das Internet konnte keine Erklärung liefern, wer oder was mit Winnetou gemeint ist. Jörn Nagel fuhr uns mit dem modernen Reisebus von Buspunkt über Achthöfen durch die norddeutsche Landschaft. Er wies auf die Achthöfener Mühle hin, die jetzt eine neue Außenhaut bekommen hat, und berichtete von einer weiteren Windmühle, die gleich hinter der Kreuzung an der B495 gestanden haben soll. Und tatsächlich ist diese Mühle in der neuesten topografischen Karte noch eingezeichnet. Vor Ort sind lediglich ein paar Steinreste zu finden, mehr nicht. Kurz vor der Ortschaft Hüll kam dann ein wenig Licht in die Winnetou-Frage. Der Busfahrer sprach über den Bordlautsprecher mit den Fahrgästen über eben diesen Winnetou. Ist das der Winnetou? Das ist der. Das ist der, ne? Der Film mit der Deutschraupe, mit der grünen Deutschraupe, der rumgeschippert ist. Ja, den richtigen Namen kenne ich gar nicht. Ja, Bartels. Wilfried Bartels. Ja, ich glaube Wilfried. Ach so, ja. Alles sehr, sehr mysteriös. Wir kamen zu einem typisch norddeutschen Fachwerkhaus. Eine Gastwirtschaft und ein Gemischtwarenladen, wie uns das Werbeschild mitteilte. Inhaber Magda und Wilfried Bartels. Moin. Ein Unterbergthermometer, ein Briefkasten, ein Kaugummiautomat. Eine längst vergessene Zeit lässt grüßen. Und keine Spur von Winnetou. Auch Wilfried ist da drinnen aus. Ja, genau. Ja, wir wandern mal da rein und um die Ecke, dass ich die beiden Winnetou brauche. Nach einer kurzen Begrüßung durch Albertus gab es einen Frühstücksimbiss. Und dann, tatsächlich, dann klärten uns Adalbert Lemke und die Wirtin über Winnetou auf. Nun haben wir die Pause wie Winnetou fertig und habt uns stärkt und dem Startup dabei läuft, damit eine Entscheidung laufen wird. Und deswegen freuen wir uns und wir hoffen, dass wir nochmal mit der Vorradtour kommen, Silke, aber den Nungen Winnetou, die haben wir, so haben wir das ja andüht, wie nur Pause wie Winnetou. Und das war Silke und die Mutter. Wie das zu diesem Nomen überhaupt kommen da. Das ist so einfach erklärt. Also mein Vater, der kommt aus Kottweuern und meine Mutter aus Detthums in Höll. Und dann ist er hierher gekommen, weil er meine Mutter so gerne lieben möchte. Und dann hätte er aber vorher in Kottweuern mit dem Peer reden, auf Riederfest in Kottweuern. Und davon kommt der Nomen her. In Kottweuern war ein Mann, wie die Tankstätte, hätte Spitznomen verteilt. Und der hätte gesagt, ach Kidmo, der ritt ja sau als Winnetou. Und davon hätte sie genommen her. Das hätte mit dem Film mit Karl May gar nichts zu tun. Der Bus brachte uns weiter zu unserem Wanderweg, der sogenannten Scheidung. Irgendwo im Nirgendwo wurden wir ausgesetzt. Der Wegweiser sehr präzise. Die eine Richtung des Weges führt an den Atlantik, die andere geht zur Ostsee. Na denn, wir starten auf der Scheidung in Richtung Ostsee. Der Weg wurde immer mooriger. Weit und breit war kein Haus zu entdecken. Die flachen Moorwiesen reichten bis an den Horizont. Die Scheidung, das ist ein 17 Kilometer langer Moordamm, der sich durch das Kehlinger Hochmoor zieht. Der Name stammt von seiner Funktion als Wasserscheide zwischen der Oste im Westen und der Elbe im Osten.
Zusätzlich schützte der Moordamm bei möglichen Deichbrüchen vor einem Elbe- oder Osterhochwasser. Einst stellte die Scheidung eine politische oder verwaltungstechnische Grenze dar, an der in früheren Zeiten bei Überschreitung ein Wegzoll entrichtet werden musste. Nach einer Wegbiegung entdeckten wir eine Mondlandschaft. Hier wird immer noch im großen Stil Torf abgebaut. Wir befanden uns hier am Rand des rund 40 Quadratkilometer großen Kehdinger Moores. Es ist eine Landschaft im Wandel. Vor etwa 4000 Jahren begann sich hier das Hochmoor zu bilden und rund 200 Jahre ist es her, dass die Menschen begannen, Torf als Brennstoff zu nutzen. Heute gewinnt ein Humuswerk den Torf mit der Auflage, die Flächen anschließend wieder der Natur zu überlassen. Auf den bereits wieder vernässten Flächen wachsen inzwischen Torfmoose und Wollgras. Auch der Kranich und der Brachvogel sind zurückgekehrt. In einer mehrstündigen Fahrt passiert der Moorkieker zwischen April und Oktober die Stadien des Landschaftswandels gewissermaßen im Zeitraffer. Der Moorkieker startet vom Gelände der Euroflur-Humuswerke aus. Wir liefen weiter, bis uns Jörn mit einer Kiste voller leckerer Äpfel zu einer kurzen Rast erwartete. Hier erklärte sich das Hinweisschild mit den Zielen Atlantik und Ostsee. Die Scheidung ist Teil des europäischen Fernwanderweges E9, der über 5000 Kilometer von Estland bis an die portugiesische Atlantikküste führt. Ob den schon einmal jemand komplett gelaufen ist? Nur noch 2 Kilometer bis zu unserem Bus, der in Großen Wörden, der Heimat von Winnetou, auf uns wartete. Auf dem Weg zur Mittagsrast in Osten fuhren wir durch eine Reihe von Obstplantagen mit den modernen, niedrigen Apfelsträuchern. Bedauerlicherweise sind nur noch wenige der alten, arbeitsaufwendigen Obstbäume erhalten geblieben. Schön waren sie allemal. In der Nähe der großartigen Osterner St. Petri-Kirche erwartete uns im Osterland-Festhaus eine Hadeler Hochzeitssuppe zum Sattessen. Die AG Osterland spendierte dazu noch ein Gläschen Sekt. Dann tauschen wir den Teller. Zu einer Wanderung an der Oster gehört natürlich eine Fähre. Die Wandergruppe setzte mit der stählernen Schwebefähre von 1909 über den Fluss. Bevor der Bus uns zurück zu unserem Start nach Oberndorf brachte, ergriff Albertus Lemke das Wort. Wanderfreunde, ich freue mich, dass wir komplett wieder sind. Doch drei laufen ja schon los, weil sie nicht genug gelaufen haben, aber das können sie ja auch. Dann können sie sich für die nächsten Male ein bisschen trainieren. Haben wir auch gemacht, mal ein bisschen langsamer, mal ein bisschen schneller. Auf jeden Fall sind wir alle wieder da. Ich bedanke mich noch bei den Helfern, die dafür gesorgt haben, dass ich auch noch eine Rundfahrt gemacht habe durch die Oberndorfer Moorgegend. Und am besten ist, dass der, den wir abgeholt haben, hier heute wieder im Bus sitzt. Also besser geht eigentlich gar nicht. So, also die Wanderung, denke ich mal, mir hat sie ganz super gefallen, am besten, dass wir das alle so gemeinsam durchgestanden haben. Wenn man sich wieder sieht, wir müssen erst mal gucken, dass wir jetzt
ist es wichtig, dass wir fit bleiben, einigermaßen. Und dann sehen wir uns wieder. Denk an Osterland und dann an die Oberndorfer. Schönen Dank, dass ihr alle dabei wart. Alles gut. Wir sehen uns wieder. Tschüss. Bleibt mal hier. Auf der Rückfahrt passierten wir dann Schöpfwerke, ehemalige Werfplätze, Fährstellen und viele andere Orte, deren Geschichte ein anderes Mal erzählt werden wird.